Im Chat, mir hat heute jemand wieder geschrieben, vielleicht ist er auch gerade hier drin, man weiß es nicht, ob ich getragene Schuhe verkaufe für 150 Euro. Da war ich kurz da überlegen, weil ich muss ein paar Schuhe aussortieren. Ja, 150 aber, Euro? Das war aber bei Kulewu auch so. Der wurde auch mal gefragt. Er meinte, er überweist mir zuerst. Da war ich, dachte ich mir kurz so, 150 Euro nochmal zum Snacken. Und Zuschauer? Ja. Mach doch. Da war ich ganz kurz mal. Also, was er am Ende mit dem Schuh anstellt, das ist dir, kann dir ja egal sein. Das ist schon eklig. Aber ich habe auch welche zu verkaufen, sind getragen und kamen Löcher. Egal, verkauf doch einfach. Nee, solange du nicht weißt, was dann passiert, das kann dir doch egal sein. Ob er jetzt drauf jackst oder so, weiß nicht. Oder ob dann riecht. Ja, er riecht dran und jackt sich dabei ein. Weißt du? Also, also jeder hat ja seinen Fetisch und auch gewisse Vorzüge, aber das kann ich nicht nachvollziehen. Er kann es auch nicht nachvollziehen. Du könntest mit Socken auch sehr gut verdienen, ja. Weißt du, ne? Oder vor allem mit getragener Unterwäsche. Boah, du wärst reich. Manche wollen ja dann wirklich so, sagen ja dann, ja, und bitte so und so viel Stunden tragen oder bitte Sport damit machen oder durch. Für Crew. Habibi. Es ist schon sehr krass, mit was man eigentlich Geld verdienen kann, als Frau vor allem.